Carola Schneider beobachtet die Ereignisse für uns von Moskau aus. Sie ist jetzt zu mir geschaltet. Schönen guten Tag. Alexander Lukaschenko hat vor kurzem vor dem Parlament gesprochen. Was hat er denn gesagt? Es war ein Rundumschlag von Alexander Lukaschenko gegen die Kritik an dieser erzwungenen Flugzeuglandung. Er sagte, er habe nicht anders handeln können. Er habe im Rahmen des internationalen Rechts gehandelt, um die Passagiere zu schützen, weil ein Terrorist an Bord gewesen sein hätte können, weil offenbar eine Bombendrohung war. Diese sei übrigens aus der Schweiz gekommen, hat Alexander Lukaschenko gesagt. Deswegen habe er keine andere Möglichkeit gehabt, als quasi, um diese Passagiere zu schützen, ihnen einen Kampfjet zu schicken. Und dieser Kampfjet hat sozusagen, so die Worte Alexander Lukaschenkos, sicheres Geleit geboten und die Maschine nach Minsk umgeleitet, die eigentlich nach Vilnius unterwegs war. Alexander Lukaschenko sagt, diese Kritik an Weißrussland sei ungerecht, das sei eine Attacke, das sei ein hybrider Krieg. Die westlichen Länder wollten nur Weißrussland schaden. Und das zeige auch dieser, wie er sagt, extremistische Telegram-Kanal, für den Roman Protasevich, der ja nach der erzwungenen Landung des Flugzeugs verhaftet worden ist, für den er gearbeitet hat bis vor einem Jahr. Da seien auch westliche Strategen dahinter, die über diesen Telegram-Kanal Weißrussland schaden wollten. Ist denn abseits der Darstellung von Lukaschenko schon Neues dazu bekannt, wie es zu dieser erzwungenen Landung gekommen ist und warum? Nein, es ist wenig bekannt. Inzwischen sagt Ryanair, also die Fluggesellschaft, die eigentlich von Athen nach Vilnius hat fliegen wollen und nicht nach Minsk, sind auch die Gespräche, oder teilweise zumindest hat Minsk diese Gespräche des Fluglotsen mit der Maschine veröffentlicht. Daraus, zumindest von dem, was wir wissen, geht schon hervor, dass Ryanair nicht freiwillig nach Minsk geflogen ist. Man hat ihnen gesagt, sie müssen nach Minsk fliegen, es gäbe keine andere Möglichkeit. Offenbar hat der Ryanair-Pilot noch eine Zeit lang gezögert. Er hat nicht verstanden, woher soll diese Bombendrohung kommen, wer hat sie geäußert, welcher Flughafen ist es. Offenbar waren es die weißrussischen Behörden, die sozusagen über diese angebliche Bombendrohung als erstes gewusst haben und diese auch der Ryanair-Maschine mitgeteilt haben. Offenbar hat der Pilot lange gezweifelt und war sich nicht sicher, hat aber dann doch eingewilligt, nach Minsk zu fliegen, aber unfreiwillig. Was genau dahinter steckt, wissen wir nicht. Es soll jetzt eine Weißrussland, Alexander Lukaschenko verspricht eine internationale Untersuchung, beklagt sich auch schon, dass westliche Experten sich weigern, daran überhaupt teilzunehmen. Ich denke, wir werden noch ein bisschen warten müssen. Vielleicht werden wir auch nie die ganze Wahrheit erfahren. Manche Beobachterinnen und Beobachter halten es für möglich, dass Russland in die Entwicklungen involviert war. Welche Anhaltspunkte gibt es denn dafür? Das sind im Moment Spekulationen. Es ist so, dass eigentlich viele Länder es sich nicht vorstellen können, dass Alexander Lukaschenko mit seinem Geheimdienst, der so wie zu Sowjetzeiten immer noch KGB heißt, es allein geschafft hat, so eine Spezialoperation durchzuführen. Und selbst wenn er es schafft, es ohne sozusagen Duldung oder zumindest Wissen Moskaus gemacht hätte. Russland ist weiterhin der große, vor allem wirtschaftlich und politisch große Bruder, der noch immer die schützende Hand über Lukaschenko hält, trotz der großen Krise, in der sich er jetzt befindet, und seines Verhaltens, das ihn wirklich mittlerweile zu einem Isolierten von der ganzen Welt gemacht hat. Konkrete Anhaltspunkte gibt es nicht. Es hat eine Zeit lang geheißen, es sind auch russische Staatsbürger an Bord der Maschine gewesen, die von Athen bis Minsk geflogen sind, in Minsk dann ausgestiegen und nicht mehr weiter nach Vilnius geflogen sind. Das könnte ein Hinweis sein, dass möglicherweise russische Agenten, also dass das russische Agenten waren, die eigentlich gar nicht nach Vilnius wollten, sondern ohnehin nur nach Minsk und dann wieder nach Moskau oder wohin auch immer gereist sind. Russland weist solche Vorwürfe zurück, die sagen, das stimmt nicht, da ist es nicht einmal wert, über so etwas zu reden. Aber auch hier, ich denke, wir werden die Wahrheit nie erfahren. Mittlerweile ist ein Video des inhaftierten Roman Protasevich öffentlich geworden, in dem er beteuert, dass derzeit korrekt mit ihm umgegangen werde. Aber nach Aussagen seiner Mutter soll er misshandelt worden sein. Was ist denn wirklich über seinen Gesundheitszustand bekannt und darüber, wie er jetzt behandelt wird?
Wir wissen nichts außer diesem sehr beunruhigenden Video, auf dem Roman Protasevich wirklich sehr, sehr gezeichnet ausgesehen hat. Er war stark geschminkt, zumindest hat es so gewirkt. Sein Gesicht war geschwollen und es hat so ausgesehen, als hätte man mit dicker Schminke Spuren von schweren Schlägen verbergen wollen. Sein Vater hat gesagt, seine Nase ist nicht so wie immer, sie ist höchstwahrscheinlich gebrochen. Mehr wissen wir im Moment auch nicht. Roman Protasevich befindet sich jetzt offenbar im Untersuchungsgefängnis Nummer 1 in Minsk. Dort ist er jetzt wahrscheinlich noch immer, so wie er es in diesem offensichtlich erzwungenen Video gesagt hat. Aber man muss Schlimmes fürchten, denn leider gibt es sehr viele Fälle, dass Häftlinge, vor allem politische Häftlinge, und so einer ist Roman Protasevich, schwer misshandelt werden, gefoltert werden und manchmal auch zu Tode geprügelt werden in den weißrussischen Gefängnissen. Man kann nur das Beste hoffen, dass das mit Roman Protasevich nicht passiert. Müssen denn jetzt auch andere belarussische Oppositionelle und RegimekritikerInnen befürchten, über die Landesgrenzen hinweg verfolgt zu werden? Ich denke, das ist eine der Aussagen oder eine der Botschaften, die Alexander Lukaschenko mit dieser erzwungenen Flugzeuglandung und mit dieser Verhaftung von Roman Protasevich aussenden wollte, nämlich, dass seine Kritiker nirgends sicher sind. In Weißrussland nicht und im Ausland auch nicht. Er hat ja sehr viele oppositionelle und unabhängige Journalisten seit diesen Massenprotesten im letzten Jahr entweder ins Gefängnis stecken lassen oder aber zur Ausreise gezwungen. Und jetzt schickt er das Signal an jene, die er zuerst zur Ausreise gezwungen hat, dass sie auch dort nicht mehr sicher sind. Ich habe vor kurzem mit einer weißrussischen Oppositionellen, die in Polen lebt, gesprochen und sie gefragt, hat sie jetzt noch mehr Angst? Sie hat gesagt, sie haben immer Angst, sie wissen, sie kämpfen gegen eine Diktatur. Sie werden sich jetzt auch überlegen, vielleicht zusätzliche Schutzmaßnahmen oder Sicherheitsmaßnahmen für sich zu organisieren. Aber sie sind ganz bewusst, trotzdem haben sie sich bewusst für diesen Weg der Opposition entschieden. Sie wissen, worauf sie sich einlassen, hat sie gesagt. Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und obwohl sie Angst haben, haben sie natürlich mit so etwas immer rechnen müssen und werden trotzdem weiter ihre politische Tätigkeit, so gut es halt geht, vom Ausland aus weiterführen. Jetzt hat die EU in einer ungewöhnlich schnellen Reaktion wirtschaftliche Sanktionen und ein Landeverbot für belarussische Flugzeuge verhängt. Lässt sich denn ein Machthaber wie Alexander Lukaschenko von so etwas beeindrucken oder gar zum Einlenken bewegen? Nein, es sind auch nicht die ersten Sanktionen. Es hat immer wieder Sanktionen gegen Alexander Lukaschenko gegeben und es hat nie einen politischen Kurswechsel gegeben. Alexander Lukaschenko, vor allem jetzt, wie man sieht, wo er ja vor keinen Handlungen mehr zurückschreckt, nicht einmal mehr davor, Flugzeuge vom Himmel zu holen, um Oppositionelle zu verhaften. Alexander Lukaschenko stellt seinen persönlichen Machterhalt über das wirtschaftliche Wohl seines Landes. Weißrussland steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Natürlich, diese Sanktionen, die jetzt beschlossen worden sind, die neuen, werden dem Land wehtun. Auch die Sperrung des weißrussischen Luftraums, dass da ausländische Maschinen nicht mehr drüber fliegen, wird der Wirtschaft des Landes wehtun. Fluglinien bezahlen nämlich für den Überflug über ein Land. Aber das ist Alexander Lukaschenko egal. Ihm geht es weder um das wirtschaftliche Wohl des Volkes noch des Landes, sondern um seinen eigenen Machterhalt. Und er kann das tun, solange Russland, sein mächtiger und bald auch nur mehr einziger Verbündeter, ihn weiterhin wirtschaftlich den Rücken stärkt. Carola Schneider, vielen Dank für diesen Bericht und einen schönen Gruß aus Wien.